Jetzt wird es ein bisschen verrückter. Und zwar, wir gucken uns mal, ja, schade, wir gucken uns mal nochmal die Fläche des Trapezes an. Und jetzt habe ich folgendes Trapez. Ich mache das mal in schwarz wieder. Und zwar, ich habe ein Trapez. Das hat auch eine gewisse Höhe. Ich zeichne mal die Höhe ein. Und das hat aber so eine anliegende Seite. Und die Deckseite, die ist so klitzeklein, dass man sie kaum sieht. Und ich sage mal einfach, die Deckseite ist gleich 0 groß. Ich habe eine Grundseite, ich habe eine Deckseite. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Formel a ist g plus d durch 2 mal h aussieht. A ist gleich g, Grundseite, plus Deckseite durch 2 alles mal h. Ich lasse jetzt das h mal, na gut, machen wir es nochmal in blau. Mal h, hier ist h. Wenn ich die Formel jetzt wirklich konkretisiere, was passiert jetzt? Wenn ich hierfür 0 einsetze, dann sieht das doch so aus. A ist Grundseite plus 0 durch 2 mal h. Noch klar? Noch einig? Was ist denn aber, wenn ich die... Ja, Moment. Sehr schön geschlussfolgert. Jetzt kann man nämlich Folgendes machen. Jetzt kann ich sagen, nee, das mache ich mal rot. Die Fläche eines Dreiecks ist Grundseite durch 2 mal h. Ich kann das auch alles unter einen gemeinsamen auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben, das ist komplett egal. Richtig, ganz genau. Das heißt also, wenn meine Deckseite gar nicht da ist, dann habe ich auch keine einzusetzen, kann ich gleich sagen Grundseite durch 2 mal h. Moment. Wenn ich also sage, das wäre die Fläche eines Dreiecks ist Grundseite mal Höhe durch 2, dann steckt da noch was anderes drin. Nochmal, Fläche eines Dreiecks ist Grundseite mal Höhe durch 2. Hier diese Formel hier nochmal hingeschrieben. Ich nehme mal ganz schnell ein Dreieck und nehme hier die Höhe. Hier ist die Höhe, hier ist die Grundseite. Was ist denn, wenn ich dieses Dreieck nochmal so entsprechend ranspiegle? Dann habe ich was wieder? Jetzt haben wir das so gemacht, jetzt sieht es vielleicht noch nicht ganz schön aus. Was ist denn, wenn ich dieses gestrichelte Dreieck hier schnappe und mir so aufteile, dass ich hier einen Teil wegnehme, hier diesen Teil und hier ran bastle und den anderen Teil hier ran bastle? Dann haben wir wesentlich leichter sichtbar, dass das Dreieck bloß ein halbes Viereck ist. Das heißt also, das Dreieck nochmal entsprechend verteilt hier ran gebastelt, zerschnitten und rangeklebt, habe ich hier wieder ein Rechteck. Und wir wissen, die Fläche eines Rechtecks, man schreibt da ARE am besten, ist gleich Grundseite mal Höhe. Siehe hier oben, wie wir es hier oben gemacht haben. So, also ist die Fläche eines Dreiecks ganz leicht zu berechnen. Denn ich sage, das ist ein halbes Viereck, Grundseite mal Höhe durch 2. Immer, Achtung, nie vergessen, die Höhe steht immer senkrecht auf der Grundseite. Das ist bei allen solchen Figuren so. Dann funktioniert die Formel ideal und ich muss mir nichts weiter einfallen lassen. Das war's. Noch schnell, wie rechnet man grundsätzlich? Man hat zum Beispiel eine Textaufgabe, die da heißt, und jetzt wissen wir schon, Moment, hier gibt es noch eine Frage. Ja, gut, bevor wir dazu kommen, ein Rechteck darf auch so aussehen. Ich übertreibe das mal jetzt. Man muss lediglich eins machen, man muss sagen, ist die Grundseite, die ist zwar sehr klein und die Höhe ist in diesem Fall sehr groß, sind diese und diese, sind die parallel? Jawohl. Habe ich rechte Winkel? Jawohl. Sind die beiden parallel? Jawohl, na dann anders geht es nicht. Dann gilt trotzdem die Formel, obwohl das so blöd aussieht. Gut, die Frage ist folgende. Ist ein Rechteck, welches so aussieht, ich mache es mal so, das hat 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen und 1, 2, 3, 4 Kästchen, hat das eine andere Fläche, als wenn ich sage 5 Kästchen hier und 4 Kästchen als Grundseite? Jetzt habe ich hier 4 Kästchen und hier 5 Kästchen. Es bleibt die gleiche Berechnungsformel. Bloß, dass ich jetzt Grundseite getauscht habe. Jetzt habe ich Grundseite hier und jetzt ist Grundseite hier hingerutscht. Ich habe es also bloß gedreht. Dann bleibt die gleiche Fläche, bleibt die gleiche Größe. Gut. Das bis dahin. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Jetzt hatte ich ja gesagt, Kreis so einfach wie möglich berechnen. Und da hatten wir doch beim letzten Mal gesagt, wenn ich aus einem Quadrat hier, wenn ich hier die Ecken ablatsche, ne, das war doch diese Rasenfläche und so weiter, dann mache ich dann einen Kreis draus. Und da hat man gesagt, Umfang ist gleich Pi mal D.
Also Pi mal Durchmesser. Mal schnell den Kreis. Ich habe hier einen Durchmesser, der durchmisst den Kreis komplett. Das ist D. Und einmal rum heißt Pi 3,141 und so weiter mal D. Die Fläche, die kann man sich aber leicht merken. Und ich merke sie mir am liebsten mit Pi mal R Quadrat. Es gibt noch eine andere Formel, die finde ich auch ein bisschen umständlicher. Achtung, wohlwissend, dass der Radius von der Mitte ausgeht. Also ein halbes D ist ein R, ne? Das wäre R, also immer dran denken, Radius, der geht von der Mitte aus bis zum Rand. Und ich sage Pi mal R Quadrat. Und dann habe ich schon die ganze Formel für den Kreis. Die kann man noch herleiten, möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich möchte bloß mal auf Folgendes nochmal zusammenfassenderweise verweisen. So einfach wie möglich kann man sich Flächen so berechnen, indem man grundsätzlich von dieser Formel ausgeht hier. Da man sich aber diese Durchschnittsberechnung zwischen Grund- und Deckseite bei diesen einfachen Figuren sparen kann, weil Grund- und Deckseite gleich sind, muss ich immer nur darauf achten, dass die Höhe senkrecht steht. Und die steht hier als Seite, ist genauso gut wie eine Höhe, senkrecht auf der Grundseite. Dann kann ich diese Formel nehmen und kann die vereinfachen. Dann soll ich einfach Grundseite mal haben. Ein Dreieck ist ein halbes Viereck oder eine Sonderform eines Trapezes mit Deckseite 0. Aber ich kann auch ein Dreieck als halbes Viereck so betrachten und kann sagen, G mal H ist ein Rechteck und durch 2 habe ich das Dreieck. Achtung, unbedingt senkrecht muss die Höhe stehen, dann klappt das. Jetzt hatten wir gesagt, Grundseite und Höhe, ob ich die nun vertauscht hinschreibe, 5 mal 4 ist 20, 4 mal 5 ist 20, das ist in diesem Fall Schnuppe. Das gibt also auch ganz komische Rechtecke, die mal so komisch wie so ein Besenstiel dastehen. Ist trotzdem ein Rechteck und es klappt trotzdem. Und der Kreis? Diese Formel sollte man sich einfach merken, Pi mal R Quadrat und dann haben wir es. Hier gibt es noch eine Frage. Gut, und jetzt gab es natürlich, die Frage hätte ich erwartet, wenn ich das mit D machen will, und dann muss ich statt R, das blaue R, muss ich D halbe einsetzen, weil der Radius ist ja nur der halbe Durchmesser. Und wenn ich das hier in Klammern zum Quadrat nehme und dann so ausmultipliziere, dann wird die Formel im Moment für die siebte noch ein bisschen unübersichtlich, deswegen nehmen wir die mal nicht. Aber R mal R kann jeder rechnen, kann sogar ich. Also deswegen ist das nicht so schlimm. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab.